Eine kleine 30.000 Abonnenten Spezialgeschichte. Wie ihr seht, ich habe jetzt eine eigene Halle, wo kein anderer mehr mit drin ist. Somit haben wir mehr Potenzial, hier was zu machen. Ist auch viel besser, weil halt auch viel wegkommt in so einer Gemeinschaftshalle. Wie ihr seht, wir haben ein bisschen was gemacht. Die vorderen Aufnahmen, was ich euch vorweg geblendet habe, sagen viel. Es ist zwar erst eine Woche vergangen, aber es ist trotzdem schon viel passiert. Wir haben hier das Fenster aufgemauert, da kommt ein kleineres rein, weil hier soll die Werkbank stehen. Da macht das große Fenster keinen Sinn, außerdem war das Fenster kaputt. Kurz ein paar kleine Eckdaten zu der Halle, die ist 60 Quadratmeter groß. War vorher auch eine Schrauberhalle, von daher ist gar nicht mehr so verkehrt. Wir haben hier einen Ventilator drin zum Lackieren. Perfekt zum Lackieren, weil hier oben, ich drehe euch mal kurz. Hier oben war ja eine Plane gehangen, die haben wir weg. Ich habe dann diese Plane zum Abhängen hingehangen, weil die Dachspan, nämlich Holzspreisel dran haben und dieses Naturholzzeug, das blättert alles runter, das liegt halt uns dann hier im Lack dann mal später drin, deswegen habe ich das gemacht. Die Wand ist einmal vorgestrichen, aus dem Grund, dass wir dann, wenn wir die Fenster drin haben, verputzt haben, nochmal neu drüber streichen können, also da kommt nochmal ein zweiter Anstrich drüber. Die Wand habe ich schon mal aufgehängt, das soll die Werkzeugwand werden. Die Neonröhren habe ich ersetzt durch LEDs und zwei neue sind hingekommen. Die ist neu, das sind die Strahler noch die alten. Die ist neu, was an der Wand hängt, also die hier ist neu. Die da ist neu, da mal bloß die Leuchte rein. Genau, hier ist zum Beispiel der Ventilator, der funktioniert auch. Das ist sehr geil zum Lackieren, das Kabel muss halt wieder festgemacht werden. Es ist halt ein Altbau, schön hell auf jeden Fall. Wenn man es nochmal nachgestrichen haben, dann macht es nochmal mehr Licht. Gut, hier ist jetzt gerade finster, weil das Fenster halt fehlt. Aktuell sieht es halt ein bisschen nach Baustelle hier aus, weil wir halt aktuell halt hier renovieren, weil es ist halt leider so, dass halt alles veraltet ist, kommt hier jetzt das Fenster neu rein. Boden, weiß ich noch nicht, was ich mache, vielleicht könnt ihr mir was empfehlen. Hier war auf jeden Fall mal irgendwas gestanden, wir wissen es aber nicht. Der Boden ist halt recht versaut. Meine Frage ist halt, ob man jetzt den Eimer komplett sauber macht, rauskehrt ordentlich, dann vielleicht solche Macken ein bisschen schleift und sowas mit so einem Schleifer, dass alles wegen schön eben ist, vielleicht mit Ausgleichsmasse irgendwas arbeitet, wenn irgendwo eine ganz große Dullen drin ist, dass man sagt, man streicht den mit so einer Garagenbodenfarbe oder eventuell sogar mit Epoxidharz. Muss man mal schauen, weil auch so behindertengerecht ist die Werkstatt jetzt hier auch nicht. Ich sage jetzt einfach mal behindertengerecht. Ihr seht hier diesen Scheiß, da haben sie so einen Betonsockel aufgemauert oder hingeklatscht. Ja, ihr seht ja, ich muss ja behindertengerecht für meine Fahrzeuge irgendwas basteln. Ist ja nicht barrierefrei hier. Man könnte jetzt hergehen, das kommt aber darauf an, ob man hier nicht nochmal den kompletten Boden 20 cm aufgießt, dann wäre das jetzt kein Problem, dass jetzt hier barrierefrei wäre. Kommt aber immer darauf an, ob man es machen möchte, wegen Zaster, weil das ist jetzt auch nicht gerade billig alles. Ja, ansonsten, wie stelle ich mir meine Werkstatt vor? Hier Hebebühne, hier die Werkzeugwand, hier die Hebebühne, nicht die Hebebühne, sondern vor die Hebebühne die Werkbank, deswegen würde das Fenster verkleinert. Dann da drüben ist Lackieraktion, teilweise so Schränke noch mit Teilen.
Hier oben soll eine zweite Ebene rein, dass wir hier Teile lagern können. So nach und nach wird es fertig. Das Video wollte ich eigentlich erst später machen, weil ich eigentlich gedacht habe, ich bin hier vielleicht etwas schneller fertig mit der Werkstatt. Aber ein Kollege hat gemeint, ich soll es vielleicht ein Jahr rausziehen, die Werkstatt, das Video zu zeigen. Euch zu verheimlichen macht keinen Sinn. Klar hätte man machen können, Ursprung, so sieht es aus, Fingerschnipsen, fertige Halle. Funktioniert aber nicht. In der heutigen Zeit ist das leider nicht so, weil jeder, wo eine Halle hat, weiß, dass eine Halle nie 100% fertig ist. Es kommt immer was dazwischen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich zeige euch die Halle jetzt so, wie sie ist. Und nach, wenn wir update-mäßig was machen, kann man euch mitnehmen und euch zeigen, so, das ist neu gemacht worden, das haben wir gemacht, etc. pp. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe mal so frecherweise einen Amazon-Wunschlisten-Link unten rein, falls ihr mich hier bei unterstützen wollt, mit Einrichtungen an Werkzeug und sowas, könnt ihr euch da gerne unten mal das Ganze anschauen. Ich habe jetzt natürlich nicht das teuerste rein, weil jeder hat nicht so viel Geld, ich auch nicht. Deswegen, man muss immer schauen, wo man bleibt. Deswegen, ihr könnt auch was zukommen lassen, wenn ihr irgendwas Gebrauchtes habt. Wie zum Beispiel Fenster hier habe ich jetzt auch von zwei Zuschauern bekommen. Das ist auch schon mal eine große Hilfe gewesen. Wenn ihr sowas habt wie irgendwie Einrichtung oder irgendeinen Schrank oder irgendwas, was man gebrauchen kann für die Werkstatt und ihr wollt es wegschmeißen oder sowas, dann schreibt mich an, wenn ihr nicht allzu weit weg wohnt, dann komme ich mit einem Anhänger vorbei und hole das ganze Zeug ab. Oder wenn ihr ganz nett seid, könnt ihr es ja auch vorbeibringen, wenn ihr in der Gegend wohnt. Genau. Oder wenn es ganz klein ist, könnt ihr es auch mir zuschicken. Ich packe euch mal meinen DHL-Packstations-Link, also die Adresse unten rein, dann könnt ihr da per DHL was zusenden. Wie gesagt, es ist jetzt noch viel zu tun. Die Woche baue ich noch die Werkbank und so weiter und so fort. Mal schauen. Vielleicht nehme ich euch da ja beim nächsten Mal mit. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall müssen die Fenster noch rein. Verputzt muss es noch werden. Werkbank will ich dann bauen, etc. pp. Da kommt schon noch ein bisschen was auf den einen oder anderen Augenblick dazu. Ich wollte es euch bloß mal zeigen, dass wir jetzt unsere eigene Halle haben. Also mehr oder weniger ich. Und genau, deswegen würde ich das jetzt mal so hier stehen lassen. Ihr wisst jetzt aktuell, was Phase ist. Und deswegen, Leute, habe ich auch momentan wenig Zeit, Videos zu drehen und bei Instagram aktiv zu sein. Mich fragen so viele, hey, wie sieht es denn mit den Kabelbäumen aus? Ich komme momentan nicht dazu, weil ich jetzt komplett umbaue und umziehe hier rein. Es steht alles drunter und drüber, das dürft ihr jetzt halt mal nicht vergessen. Deswegen, es kommt alles wieder was und ich baue auch wieder Kabelbäume, aber jetzt gerade ist schlecht. Ne? Ich werde auf den Laufenden halten, wenn es wieder passt. Von der Zeit her und dann kriegen wir das schon. Und jetzt würde ich euch sagen, macht's gut. Wir sehen uns auf jeden Fall in dem nächsten Video wieder, beziehungsweise vielleicht hier schon in der Halle bei einem neuen Update. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.